Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer OneX2 Experten-Talk-Sendung mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und letzte Woche gewann Days of Thunder das deutsche Traber-Derby, den hatte ich ja angesagt. Ich hoffe, da konnten Sie den einen oder anderen Euro mitnehmen. Nun wird der Blick natürlich wieder auf Galopp Deutschland gehen, denn die Woche, die große Woche in Baden-Baden steht an. Mit dem Hauptereignis natürlich am nächsten Wochenende dann der große Preis von Baden mit Torquato Tasso. Aber in der Woche zuvor, da geht es natürlich auch heiß her. Viele Rennen am Samstag und am Sonntag und die Hauptereignisse habe ich natürlich für Sie herausgesucht. Allen voran am Samstag natürlich den Preis der Sparkasse Finanzgruppe, das Gruppe 3 über 2000 Meter für die dreijährigen älteren Pferde. Ja, und die Dreijährigen, die sind hier besonders zu beachten, unter anderem Quer Royal und Schwarzer Peter. Schwarzer Peter hat jetzt nun den ersten Start nach seinem zweiten Platz im Derby zu San Marco, der natürlich im großen Preis von Dallmayr das Rennen natürlich deutlich aufgewertet hat. In Baden lief Schwarzer Peter schon mal, wurde aber nur Vorletzter. Nun aber findet ein interessanter Reiterwechsel statt. Andra Starke sitzt nun im Sattel und Andreas Helfenbein geht auf Alaska-Sonne. Quer Royal, das Pferd aus dem Wöderstall, lief anständig im Dallmayr-Preis, ohne jetzt wirklich zu überzeugen, aber er lief schon sehr nah an die gemeinten Pferde heran und konnte auch den Vorsprung im Derby zu San Marco verkürzen. Aber da muss deutlich mehr kommen von dem dreijährigen Wöhler-Pferd. Mansur hat eine tolle Stallform im Rücken. Miki Kalle, du sitzt hier drauf, lief zuletzt gegen bessere Pferde, auch ein Kandidat, der vorne mitmischen kann. Dasselbe gilt für Lord Charming, der gibt immer sein Bestes, wird auch sicherlich wieder kurz am Toto stehen mit Mosabayev, aber so richtig durchziehen tut er nicht mehr und ich meine doch, er wird es hier schwer haben, besonders gegen die dreijährigen Pferde. Ja, Schwarzer Peter kann natürlich sehr weit sein, sein einziger Sieg, der war bei seinem Maiden-Sieg, das war auch sein erster Lebensstart. Also der sollte hier natürlich versuchen, seinen zweiten Sieg im Leben zu erreichen. Aber für mich geht der Sieg über Quer Royal, der jetzt nach Baden wieder zurückkehrt, wo er ja so in toller Manier das Derby Trial gewann, dann fürs Derby nachgenannt wurde. Deswegen für mich Quer Royal der Sieger im Preis der Sparkassen Finanzgruppe am Samstag in Baden-Baden. Dann geht es weiter ins nächste Rennen am Samstag in das 80 Jahre Alexa Gräfin zu Holmes Cup, das Listenrennen über die Marathondistanz von 2800 Meter. Ja, ein interessantes Feld ist hier zusammengekommen, auch Pferde aus dem Ausland, unter anderem Auenfürst, der nicht ungefährlich ist, muss aber mit 59 Kilo Berge an Gewicht geben, das muss man sagen. Der zweite Ausländer ist Sir Max Prescott, Alertas Rocha. Und Sir Mark Prescott hat ja mit Alpinista die Gruppe 1 Rennen letztes Jahr nur so abgegrast und konnte auch zuletzt in Ascot gewinnen. Also das war wirklich toll, wie Alpinista hier lief. Alerta Rocha ist natürlich nicht so gut wie seine Superstute. In Deutschland lief das Pferd schon mal, war dort sehr stark gewettet, war aber sehr, sehr schlecht gelaufen und auch in England nur zuletzt Letzte. Aber natürlich trifft sie es immer leichterer an. Bei Ankunft, das Pferd aus dem Klugstall, weiß man nie so richtig, wo man ist, zeigt Licht und Schatten. Lubiane, das ist ein interessantes Pferd, hat jetzt zwei starke zweite Plätze errungen und steht schon fast zum Sieg, muss man sagen. Andreas Helfenbein hat nicht oft die Chance, so ein Listenrennen hier zu gewinnen. Also der ist gefährlich und Nubius natürlich noch zu erwähnen, der zuletzt sehr gut gekämpft hat. Aber er unterlag einem Pferd aus dem Ausland. Offenes Rennen für mich, aber Lubiane steht zum Sieg aus dem Stall von Pavel Wovchenko. Wie gesagt, das ist hier eine Chance für Helfenbein. Das Pferd geht mit ihm blendend und deswegen geht für mich der Sieg zum Hause Wovchenko und Andreas Helfenbein. Lubiane für mich der Sieger im 80 Jahre Alexa Gräfin zu Holmes Cup. Dann geht es weiter zum Hauptereignis an diesem Sonntag, der 152. Baden-Baden Goldene Peitsche Gruppe 3 über die Fliegerdistanz von 1200 Metern. Und hier haben wir unseren Top-Sprinter aus Deutschland am Start, das ist Namos aus dem Stall von Dominik Moser. Er ist zwar nicht mehr ganz das Kaliber der vergangenen Jahre, gewann vor 2 Jahren dieses Rennen hier und sollte natürlich seine Klasse ausspielen, kommt eigentlich aus viel, viel schwereren Rennen. Danielo wird immer besser, aber ich glaube, er ist rechtsherum besser als linksherum. Baden ist ja linksherum, deswegen für mich nur Außenseiter. Irish Action war zuletzt nur von guten Pferden aus dem Ausland geschlagen, hinter einem Franzosen und einem Engländer. Vielleicht war es ein Testritt für dieses Rennen, denn die Schweden setzen wieder Andra Starke drauf. Also die wollen natürlich hier ganz weit nach vorne kommen.
Go Atletico, wenn er denn läuft, auch noch zu erwähnen, bestens präpariert in kleineren Rennen. Dubai Legend, starker Gast aus England, sollte auch am Toto Gefallen finden. Die China hat ein hohes GRG, aber da muss mehr kommen. Für mich hier geht der Sieg über Namos und dem Schweden Irish Action mit kleiner Präferenz für Irish Action, der bewiesen hat, dass er den Sprung in ein Gruppe 3 Rennen schaffen kann. Namos, wie gesagt, das Pferd mit der größten Klasse, aber Irish Action hat die gute Form zur Hand. Das war's hier schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück am Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Besser machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!